Hallo, schöne Seele. Schön, dass du eingeschaltet. Ich freue mich auf diesen Augenblick, den wir jetzt miteinander verbringen dürfen, währenddem du dieses Video schaust. Denn ich möchte sehr gerne mit dir einen kleinen Einblick im Eintauchend genießen in die Channel News Nummer 61, wo uns Saint-Germain viel Auskunft gibt über das Thema Kommunikation mit sich selbst, aber auch nach außen und einer so charmanten, wunderbaren Aufforderung, einander mehr Komplimente zu machen. Und dabei eben nicht nur Äußerlichkeiten darunter zu verstehen, sondern wirklich auch das Annehmen können von Komplimenten. Spannend. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei diesem Einblick. Das ganze Channeling findest du auf meiner Webseite und schon bald beginnen die Rauhnächte. Alles Liebe von mir zu dir und viel Vergnügen jetzt mit Sarama. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen, du wunderbare Seele. Wie schön ist es doch, heute mit dir in diesem Rahmen verbunden zu sein. Ich freue mich. Ich freue mich sehr darüber, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir und in großer Gruppe und mit der geistigen Welt zusammen zu meditieren. Wie schön, dass du dir Zeit nimmst für dich, für mich, für uns, für diesen Augenblick. Und ich hoffe doch, du bist dir bewusst, wie wertvoll das für mich und auch für andere ist, wenn du uns deine Zeit schenkst. Also schon mal danke von meiner Seite zu dir und für alle die, die heute das erste Mal hier mit dabei sind, herzlich willkommen. Mein Name ist Adriana Maisser und ich arbeite seit 2004, 2004 mit der geistigen Welt zusammen. Und das ist eine große Ehre und irgendwie auch eine große Aufgabe. Und heute gehen wir gemeinsam in die Channel News Nummer 61. Und ich freue mich sehr heute, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir heute vielleicht so ein bisschen was hören dürfen über die jetzige Zeit, über die Zeitqualität, den Advent und in 11 Tagen, entschuldige, ganz aufgeregt, in 11 Tagen ist die Wintersonnenwende. Und kurz davor oder am 21., wenn du magst, werde ich ein kostenfreies Online-Seminar machen und dann können wir gemeinsam uns auf diese Zeit einstimmen und wir werden auch ein Channeling machen und ich werde ein paar Fragen von euch beantworten. Und ja, ich bin voller Vorfreude, dann darf ich so ganz mit dir, mit euch in Kontakt sein. Würde mich also sehr freuen, wenn du da mit dabei sein magst. Und ja, dann kurz darauf gehen ja dann die Rauhnächte los. Diese 12 Nächte und Tage, an welchen uns Lady Portia über die Schwelle begleiten wird. Ja. Aber heute, hier und jetzt, am 10. Dezember 2022, sind wir hier in den Channel News und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, ich habe meine Freundinnen angerufen heute und mit ihnen so ein bisschen geplaudert und sie gefragt, sag mal, was ist eigentlich bei dir gerade so aktuell? Was ist bei dir los in deinem Leben? Und ich habe ja mal wieder Geschichten gehört. Also manches geht ja irgendwie auf keine Kuhhaut, ne? Was uns gerade so widerfährt. Viele von uns sind sehr gefordert und ich muss zugeben, der Vollmond vom 8. Dezember, der hatte es auch für mich ziemlich in sich. Ich habe mal wieder so eine tiefe, ganz, ganz alte Freundin in mir entdeckt, die Wut. Einfach unbändigbare Kraft, die ja eben unbändigbar ist für mich bis heute. Ich aber doch gelernt habe, ihre auch zerstörerische Kraft, die sie manchmal auf mich auswirkt, zu akzeptieren. Einfach okay zu sein damit, dass es Momente gibt in meinem Leben, die ich nicht besser handeln kann, in denen ich unglaublich starke Emotionen empfinde, die ich dann über viele Stunden anschließend noch im Körper wahrnehme. Ist dir schon mal aufgefallen, dass so ein Wutanfall bis zu 7 Stunden
im Körper nachwirkt. Bis die Hormone und all das drum und dran im Körper wieder so im Einklang ist, dauert das 7 Stunden. Das ist ja unglaublich. Also mir wird immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, in Einklang mit mir zu sein. Und wenn das halt mal nicht ist, okay damit zu sein, mich dann nicht anschließend noch darüber aufzuregen, dass ich mich aufgeregt habe. Ich hoffe, es geht dir ähnlich mit diesen Erkenntnissen. Und deswegen lade ich dich jetzt heute ganz herzlich dazu ein, mit mir zusammen die Augen zu schließen und anzukommen in diesem Moment. Einfach okay sein mit dem, was ist, zumindest Raum zu schaffen in uns, ne? Dass es okay ist, denn es ist viel los in uns, um uns. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Es geht uns allen gleich. Egal, was wir von Beruf sind, egal, ob wir schon lange auf dem spirituellen Weg sind oder nicht, wir hocken alle im gleichen Boot. Und das ist manchmal für mich sehr beruhigend zu wissen. Ich bin damit nicht allein. Und so wie uns Saint-Germain das letzte Mal, vorletzte Mal, ein Akt der Liebe, Selbstliebe gezeigt hat und ja, letztes Mal ein Mute dich der Welt zu mit uns oder uns in Erinnerung gerufen hat, bin ich natürlich sehr gespannt, was heute unser Thema sein wird. Deswegen bitte fühl dich herzlich willkommen, deine Augen zu schließen und zu atmen. Und fühle, was dieser Atem mit dir macht, wie du, wenn du einatmest, wie dein Körper groß wird, weit wird. Und wenn du ausatmest, zentriere dich, komm ganz an in diesem jetzigen Moment in deinem Körper. Und lächle. Lass deinen Verstand zur Ruhe kommen. Und lade doch mit mir gemeinsam den Saint-Germain ein jetzt in unsere Mitte. Und ich sage von meiner Seite her schon mal Danke und viel Vergnügen. Ich grüße dich. Ich grüße dich, du wunderbare Seele. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und mit mir sind wahrlich viele gekommen in diesem Augenblick, geliebte Seele. Denn es ist Adventszeit. Es ist die Zeit der Ahnen. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit. Es ist die Zeit, in der das Dunkel noch seine letzten Augenblicke genießt und in wenigen Tagen beginnt, die Wende einzuläuten. Und ich glaube, diese Wende, geliebte Seele, die kannst du schon mächtig spüren. Sie zieht dich magisch an. Und sie löst schon so einiges in dir aus. Nicht wahr? Bist du in dieser Zeit liebevoll mit dir? Frag ich dich. Bist du in Augenblicken, in welchen vieles drunter und drüber geht, manches in dir nicht geglättet und gebügelt werden kann im Augenblick, sondern einfach außer Rand und Band ist, bist du dann liebevoll mit dir? Bist du dir Freund, Freundin in diesem Augenblick? Bist du die Person, auf die du dich wirklich verlassen kannst, dass sie da ist, wenn du sie brauchst? Unabhängig von deiner Antwort auf diese meine Frage, sage ich, ja, du bist. Ganz auf deine Weise, ganz deinen Möglichkeiten entsprechend. Aber es hat noch Kapazität. Und ganz besonders hat es Kapazität im Bereich Kommunikation in dieser Zeit der Wende.
Die Kommunikation von innen nach außen, die läuft eigentlich schon ganz, ganz gut. Wie ich sehen kann, hast du gelernt, in den letzten Monaten und Jahren immer mehr auf deine innere Stimme zu lauschen. Mag sein, dass ihre Art, mit dir zu kommunizieren, für dich nicht immer ganz klar ist, und dennoch. Fortschritte sind deutlich erkennbar. Du gehst immer mehr und mehr den Weg deines Herzens. Und die Steine, die du auf diesem Weg findest, erkennst du als Möglichkeit, nicht mehr als Bürde. Das ist sehr erfreulich. Denn das bedeutet, dass in dir schon ein ganz neues Ja zum Leben, zu den Gezeiten, zum Fluss des Lebens entstanden ist. Aber es darf auch die anderen Momente geben. Natürlich. Aber da der dritte Advent jetzt vor der Tür steht, das Wir, ist es wichtig, diese Kommunikation zu stärken und zu nähren. Ihrer noch bewusster zu sein, dieses von innen nach außen und in das Wir hineinzukommen. Also diesen, ich sage jetzt mal, Mut aufzubringen, nach außen in Handlung zu treten, in Kommunikation zu treten, in aktives Tun, Zeigen und Handeln zu kommen, um dein Inneres auch im Außen sichtbar zu machen. Und das, geliebte Seele, das liegt an dir. Selbstverständlich wird dich das Leben, das Universum darin unterstützen, aber es ist außerordentlich wichtig in dieser jetzigen Zeit, dass du beginnst, deine Stimme vertrauensvoll in die Welt hineinzusprechen, dass die Worte und Gedanken nicht nur in deinem Innersten bleiben, sogar unentdeckt, also müssen vor sich her wirken, sondern dass du dir deiner Macht und Kraft durch deine innere Stimme verliehen bewusst wirst. Kommunikation in der Zeit der Besinnlichkeit, des Wirs, diese Einweihung in die Wahrheit, in deine Wahrheit, ist essentiell und wunderbar. Es gibt absolut keinen Grund für dich, dich vor irgendetwas, das aus deinem Innersten kommt, zu fürchten. Auch nicht der Mächte und Kräfte, derer du bis heute glaubst, nicht gewachsen zu sein. Sieh diese Emotionen, Kräfte, gesteuert und getriggert durch Gedanken, sind sehr, sehr mächtige Hilfsmittel für dich. Eines Tages. Heute scheinen sie eben noch manchmal unbezwingbar zu sein, nicht leitbar zu sein. Und das ist okay. Aber du kannst mit ihnen in Kommunikation treten. Weißt du, diese Emotionen, diese Gefühle, diese inneren Elemente stehen alle eben genau mit Elementen in Verbindung. Trauer und Wasser, Wut und Feuer. Nervosität hat auch viel mit Erde und mit Luft zu tun und so weiter. Und du kannst diese Elemente, diese physischen, irdischen Elemente immer mehr in deinem Leben integrieren. Und zu lernen, über das du deine Emotionen und Gefühle mit ihnen in Kommunikation trittst, in Austausch trittst, wirst du auch lernen, die Elemente im Außen zu führen.